In diesem Video erwartet dich etwas Neues von Oceans Apart, ein super Code, um etwas zu sparen, und dann gibt es gleich noch einen Überraschungssmoothie. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt schon gehört, es gibt wieder etwas von Oceans Apart, das ich euch vorstelle. Natürlich auch wieder einen Code, mit dem man ordentlich sparen kann. Und dann werden wir gleich im Anschluss runtergehen in die Küche. Da wartet René auf uns. Und dort werden wir uns einen Smoothie zusammenbasteln. Sowohl einen für mich als auch einen für René. Das Ganze wird so ein bisschen mystery-mäßig laufen, denn wir werden ja so ein kleines Spiel daraus machen und mal schauen, was da so drinne landet, denn oft würde man ja so manche Dinge nicht miteinander kombinieren, aber ja, das ist jetzt, ihr werdet es gleich sehen. Ich glaube, das wird ziemlich lustig und ich hoffe, es wird lecker. Vorher wollen wir uns ein Set von Oceans Apart anschauen und zwar durfte ich mir wieder etwas aussuchen. Ich hatte diesen Monat schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben und unten in der Infobox. Da gab es zwei wunderschöne Sets, die ich euch gezeigt habe und ein drittes ist noch übrig, das liegt hier hinter mir und zwar das Jessie Set Curvy Deluxe. Das besteht aus drei Teilen. Ihr seht es natürlich auch angezogen an mir, wie es da aussieht. Das ist ein Dreiteiler, eine Leggings, ein T-Shirt und natürlich auch wieder ein Bra. Und ja, für mich am tollsten sind einfach die Leggings, weil die sich für mich einfach wahnsinnig toll anfühlen. Ich habe mir das Set in einer 3XL bestellt und passt mir, ja, die Größe passt mir wirklich hervorragend. Die Leggings kommt in einem dunklen Grün, schon fast Petrolgrün, hat mir richtig gut gefallen. Hat auch wieder einen schön hohen Bund, hat wieder die Tasche hier hinten am Rücken drin fürs Handy oder den Schlüssel und ist auch ein wenig figurformt. Ihr seht auch hier hinten die Naht, die formt nochmal so ein bisschen den Popo, die Beine werden geformt. Und ja, bei mir sitzt sie wirklich gut, die rutscht nicht hoch, nicht runter, hat für meine Körpergröße die perfekte Länge. Hier am Bein haben wir dann auch nochmal das Oceans Apart Logo. Schriftzug ist jetzt hier bei der Variante nicht drauf. Und ja, es ist eine lange, sehr elastische, figurformende und schmeichelnde Leggings, die mir wirklich gut gefällt. Die hatte ich auch schon beim Sport an. Die Leggings gefallen mir allesamt wirklich wahnsinnig gut. Da habe ich echt schon viel von geschwärmt. Die war in dem Set dabei. Dann gehört natürlich auch wieder ein Bra dazu. Das ist einer, den ich, ja, der sich ein bisschen unterscheidet, um das so zu sagen. Genau, der sieht einmal so aus. Das ist so ein, ich glaube, Baumwollstoff oder auf jeden Fall ein höherer Baumwollanteil. Also nicht so glatt wie die Hosen. Und hat auch wieder Pölzerchen drin und hinten so ein T. Also es geht im Nacken, am Rücken ziemlich hoch. Hat auch eine angenehme Trageform, einen angenehmen Tragekomfort. Allerdings ist der Halt ein bisschen geringer als bei den anderen Bras, die ich euch bisher vorgestellt habe. Ich finde, für den Haushalt, fürs Sofa oder auch im Studio, wenn man reines Gerätetraining macht, ist der wirklich in Ordnung. Tragen lässt er sich sehr angenehm. Die Pölsterchen lassen sich ja auch wieder herausnehmen, wie üblich. Aber wenn man jetzt joggen gehen möchte, nimmt man, glaube ich, besser einen anderen, den ich euch auch schon gezeigt hatte, weil ja, der andere mit den Kreuzträgern hinten, die sich verstellen lassen, die bieten einfach einen etwas festeren Halt, finde ich. Und dazu gehört dann noch ein T-Shirt. Das ist aus dünner Baumwolle. Alles ist sehr atmungsaktiv, leicht, luftig. Und ja, an der Seite haben wir dann noch hier Schnüre, mit denen sich das T-Shirt raffen lässt. Ja, ein bisschen scheint dieses Dunkelgrün durch, ist aber nicht tragisch. Sieht eigentlich ganz schick aus, finde ich. Ja, und jetzt habe ich gesagt, es gibt natürlich einen Code und zwar YouTube YTELA2. Ihr seht es eingeblendet. Mit diesem Code bekommt ihr ein zweites Set gratis. Ab einem Mindestbestellwert von 79 Euro könnt ihr euch aus dem Gift-Chooser, das öffnet sich im Warenkorb dann, könnt ihr euch noch ein zweites Set gratis dazu aussuchen. Und das, finde ich, ist ein Knaller. Die Sets sind nicht günstig. Ich finde, sie sind aber wahnsinnig komfortabel zu tragen. Und auch beim Sport sind sie super. Weil ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der sehr schnell schwitzt. Aber die sind so luftig und atmungsaktiv. Vielleicht liegt es an der Jahreszeit. Aber bisher habe ich beim Sport
nicht so heftig dolle geschwitzt, wie es sonst eigentlich immer bei mir der Fall war. Von daher, ich finde die klasse, gebt ein Däumchen hoch, ich bin begeistert nach wie vor. Und ihr könnt, wie gesagt, ein zweites Set gratis abstauben mit YouTube Ela 2. Alles unten in der Infobox, schaut gerne rein und ja, spart ein paar Peseten, ne? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt runter in die Küche. René wartet schon. Ich zeige euch, welche Zutaten wir für unseren Smoothie haben. Und ich hoffe, es wird lecker. Wir starten mit den Zutaten für den Smoothie. Und zwar wird das Ganze so ein bisschen im Challenge-Mode stattfinden. Das heißt, ich bekomme zwei Zutaten gezeigt, zeige auf eine, ohne diese zu sehen. Und die kommt dann in den Smoothie. Ja, es kommt was Grünes rein. Entweder Pak Choi, also nur das Grüne oben, oder Babyspinat. Dann haben wir entweder Orange oder Banane, Apfel oder Birne, Zitrone oder Limette, Heidelbeeren oder Erdbeeren, Petersilie oder Minze und dann Wasser oder Kokoswasser. Ich bin gespannt. Manche Kombination kann lecker werden, manche Kombination vielleicht weniger. Ich bin gespannt. René ist startklar und ich würde sagen, sollen die Spiele beginnen. Das Ganze findet bei uns im Thermomix statt. Der ist schon an. Da wird das gemixt, aber jeder andere Mixer tut es natürlich ebenso. Auf geht's! Ja, ich bin in der Küche angekommen. René ist startklar. Die Zutaten habt ihr gesehen und ich habe das Glück, dass ich als erstes Ladies First einen Cocktail gemacht bekomme. Genau, so ist es. Die Augen werden jetzt zugemacht. René zeigt mir immer, also zeigt mir nicht, hält mir hinten zwei Lebensmittel hin und ich zeige drauf und entsprechend packt er dann das, wo ich eben drauf zeige, ohne zu wissen, was es ist, in den Thermomix hinten. Und ich hoffe echt, Schatzi, lass es lecker werden. Ach, so schlimm wird's nicht. Ja, und die Masken sind multifunktional, wie ihr seht, ne? Was hast du denn in Mayo hingepackt? Wie Mayo? Nee, hör mir auf. Gut. So, dann starten wir mal. Rechts oder links? Dann würde ich sagen, nehme ich hier. Links. Na gut. Na, 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 na. So, nehmen wir das erste schon mal da drin. Dann sag nochmal an. Dann jetzt rechts. Okay, dann einmal rechts. Gut, das rechts. Dann wieder rechts oder links? Dann wieder rechts. So, wieder rechts. So. Zack. Nochmal, jetzt rechts oder links. Dann einmal links. Froh, dass ich die Mayo nicht hinstellen musste. Vielleicht, so. Vielleicht nehme ich gleich bei dir Sojasauce. Dann hast du wieder die Wahl zwischen rechts oder links. Links. Schon wieder links, okay. Da, da, da. Rechts. Na gut. Einmal das. Und dann hier noch, ne, nochmal da rein. Ich glaube, dann sind wir eigentlich schon durch. Das war ja nicht so viel. Ah ne, warte, wir haben ja noch, wir haben ja noch ein bisschen was. Nochmal rechts oder links? Ah, links. Da, 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 da. So, dann wollen wir mal mixen. So. Und. Mal gucken. Also ich weiß ja nicht, wenn ich das so sehe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich möchte gerade nicht mit dir tauschen. Oh Gott. Ne, vom Duft mal ganz abzusehen. Oh Gott. Ja, also... Eieiei. Also, dass das nicht dampft, ist alles. Brodelt es? Kurz davor, würde ich sagen. Ich muss auch ein bisschen stehen lassen, dann ist es soweit. Oh ich würde sagen, dann, ja, wohl bekomm's. Okay. Okay. Jetzt sag nicht, das schmeckt. Das ist gar nicht übel. Du hättest nur ein bisschen mehr pürieren müssen, weil ich habe Pfefferminzstücke im Mund. Okay. Also doch Stufe 10, ja? Also ich habe Orange gehabt, richtig? Ja. Pfefferminz habe ich gehabt? Ich glaube ja, irgendein Grünzeug war das. Okay. Und ich würde sagen, Spinat hatte ich, ne? Nee, ich glaube, der gibt hier noch, ja. Okay. War das dieses... Genau, diese Knolle. Diese Knolle, Mangold war das. Ja, genau. Nee, doch, nee, Pak Choi war das nicht, Mangold, Pak Choi. Ja, ich finde es gar nicht schlecht. Ist ein bisschen wenig süß, ne? Ist ein bisschen wenig süß und ein bisschen mehr pürieren, aber ich finde es gar nicht schlecht. Aber optisch, ja, sieht es aus, als wäre es rückwärts gegessen, ne? Aber... Ernsthaft? Das schmeckt. Ja, man, ich muss, kann mir gar nicht man muss das besser pürieren. Was machen?
Tatsächlich. Das ist gar nicht übel. Ein bisschen besser püriert ist gar nicht schlecht. Ja, stimmt. Na, würde ich sagen. Feiner sein. Das ist gar nicht übel. Ja. Sieht nicht fein aus, aber grüne Smoothies sind ja gesund, ne? Ja. Deshalb, ich würde sagen, wir tauschen jetzt die Plätze. Jetzt machen wir die Nummer mal andersrum. Jetzt ist er blind wie ein Stockfisch, meine Freunde, und jetzt machen wir das Spielchen mal andersrum. So, genau. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit rechts oder links. Was sagst du? Links. Okay. Kann ich mich noch umentscheiden? Nein. Leider nicht. Rechts oder links? Rechts. Oh Gott. Rechts oder links? Nimm mal links. Links, okay. Sollst du haben. Rechts oder links? Nochmal links. Okay. Interessant. Darf ich kurz was wieder rausholen? Ich glaube, da ist was gekrabbelt. Gut. Wie? Da ist was gekrabbelt. Ja, ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Wie kann da was krabbeln? Oh Gott. Rechts oder links? Das Krabbeln irritiert mich jetzt. Vielleicht jetzt kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Tja, rechts. Also was, das ist rechts. Ja, rechts. Okay. Gut, rein damit. Und das vorletzte, rechts oder links? Ja, machen wir nochmal links. Links, okay. Dann das letzte, rechts oder links? Nochmal links. Nochmal links, okay. Dann würde ich sagen, rein damit und ab geht die Katze hier. Nee, nicht Katze. Die wilde Fahrt, ne? Okay. Sieht sehr appetitlich aus. Es riecht auch sehr appetitlich. Lachst du nur so? Also, optisch auf jeden Fall das Highlight des Tages. Und ich würde sagen, Schatzi, gönn dir mal. Also ich sag mal, so eine totale Sauerei ist es nicht. Ja. Aber deiner war irgendwie besser. Meiner war besser, lass mal probieren. Ich muss aber auch noch ein bisschen besser pürieren hier. Ja. Stimmt, meiner war besser. Aber man muss besser pürieren. Jetzt kann ich wieder ausziehen, ja? Jetzt kannst du ausziehen, das optische Highlight begutachten. Das sieht ja nicht viel unterschiedlich aus, ne? Nö, nur ein bisschen besser püriert, ne? Ja, das stimmt. Aber eklig sind sie beide nicht, finde ich. Nee. Von daher, ja, wir hoffen, dass unser kleines Spiel euch unterhalten hat. Jetzt besser. Es ist interessant, manche Kombinationen, du hast da zum Beispiel Spinat drin. Aber ich finde, was so ein bisschen, ich glaube, deinen Geschmack so verdirbt, ist die Petersilie. Du hast nämlich Petersilie, Spinat und Zitrone, Birne, Orange. Ich finde das generell irgendwie ein bisschen zu wässrig. Ich finde das zu viel Flüssigkeit, ne? Ja. Naja, aber trotzdem beides genießbar. Euch hat es hoffentlich unterhalten. Dann haben wir hier natürlich nochmal den Code von Oceans Apart, YouTube ELA 2. Ihr bekommt 2 Sets zum Preis von einem. Ein mega Schnappi-Schnäppchen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Vielleicht können wir die Dinger noch ein bisschen verfeinern, dass sie jetzt nicht wegkommen. Und dann sehen wir uns im nächsten Filmchen. Macht's gut. Tschüss.